liebe Leute der Geflechtenforelle und herzlich willkommen beim Trolltrotter. Ja, heute ein besonderer Tag. Wenn alles klappt und alles gut geht, kriegt ihr heute zwei Videos von mir. Zwei Videos. Heute geht's nicht so sehr um den Fisch selbst und ich bin auch nicht am Wasser. Ich habe ein Paket gekriegt. Das ist das erste. Ein schönes, fettes Paket. Da sind Aufkleber drin. Mit diesen Aufklebern fahre ich jetzt zu Serena Bates. Ich besuche jetzt Manni und Sergey. Und dann werde ich diese Aufkleber nehmen und werde damit Boxen bestücken. Und was für Boxen ich damit bestücke, was da auf euch zukommt, das seht ihr gleich, wenn ich im Laden bin. Seid gespannt. Ich freue mich riesig. Ihr kriegt heute eine Trolltrotter-Edition eines Serena Bates-Köders präsentiert. Ja, mit meinen Wunschschwaben. Auch die Wunschfarben von meinen Teamkameraden, von Marcel und von Alessandro natürlich. Deren Wünsche habe ich auch berücksichtigt. Wir haben euch eine schöne Farbkombination zusammengestellt. Ihr seht gleich den Köder, ihr seht gleich die Box, ihr seht gleich die Köderfarben alle. Ich präsentiere euch das gleich alles. Ich fahre jetzt erstmal los, ich bin richtig, richtig heiß. Ich habe richtig Bock. Wir sehen uns gleich im Laden. So, zack, bang. Viertelstunde später bin ich da. Ich habe eben ganz vergessen zu erzählen. Ich habe angedroht, heute kommen zwei Videos. Leute, am Ball bleiben. Das zweite Video lohnt sich extrem für euch. Und zwar kommt heute endlich das angesagte Gewinnspiel. Es hat ein bisschen gedauert, ja. Aber heute kommt es endlich raus für euch. Und wenn ihr das alles guckt, wenn ihr das hier guckt und wenn ihr das Gewinnspiel nachher guckt, dann stehe ich für euch schon wieder am Wasser. Ich denke mal mit Alessandro und Marcel, wenn das alles klappt. Und stellt euch ein bisschen näher die Köder vor. Oder beziehungsweise wir stellen euch ein bisschen näher die Köder vor. Und ja, angeln damit natürlich. Ne? Versuchen ein bisschen Fisch zu fangen. Und das seht ihr dann auch in Kürze. Ja, wie gesagt, momentan ist echt viel los. Ich habe viel, viel geackert. Privat, im Beruflichen, aber eben auch für diese Angelseite. Ich habe einiges stehen und liegen lassen müssen. Es sind wenig Instagram-Posts von mir gekommen. Es sind, ich schulde euch noch ganz viel Antworten auf YouTube, ganz viele Kommentare, ganz viele Likes, das hole ich alles noch nach, versprochen. Nur ich musste viel, viel tun und viel, viel erledigen für diese ganze Geschichte hier, damit das alles Anlauf nimmt und ja, damit ich da einige Steps machen kann, weil ich bin hier oben sowohl auf Papier als auch schon tatsächlich ein paar Schritte weiter. Es ist nicht nur das, was ihr gleich seht und was jetzt kommt, weil da kommt noch viel, viel mehr. Ich habe gesagt, dieses Jahr wird fett und das meinte ich so. So, ich bin angekommen. Da bin ich. Der liebe Manni rennt da drin schon auf und ab. Hier, zack, bang. Fish Innovations, Dirk Müller, Serena Bates, Manni und Sergey. Da springe ich jetzt rein für euch. Für mich natürlich vorrangig. Und ja, bis gleich.
kurzer Schwenk in die heiligen Hallen des Stroud Trotters. Ja, wir müssen mal einen Schwenk zu mir nach Hause machen. Ich bin sehr spät bei Manni und Sergej im Laden gelandet. Aufgrund der vielen Arbeit, die wir momentan haben. An dieser Stelle viele liebe Grüße an das gesamte Team Wischhusen. Wir haben sehr viel zu tun gehabt auf der Arbeit. War aber eine geile Nummer. Egal. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, aufgrund dessen bin ich aber sehr spät im Laden gelandet. Wir hatten gerade mal Zeit, die Boxen quasi zu bekleben, alles Wichtige zu beschnacken. Mal eben begrüßen, drei Worte wechseln, wie man das immer so macht. Es ist wichtiger wie alles andere. Und ja, uns blieb eben nicht mehr viel Zeit. Ich konnte die einzelne Köderpräsentation jetzt leider nicht mehr im Laden machen. Darum machen wir das mal eben hier zu Hause. Ich cutte das dann eben mit rein und im Laden sage ich euch dann wieder Tschüss. Ist ein bisschen doof, aber anders geht's jetzt nicht. Ich stelle euch die Köder jetzt mal im Einzelnen vor. Ich hoffe, ihr kennt überhaupt diese... Also viele, die ich kenne, angeln gerne mit dieser Köderform. Ne? Mit diesem schönen, langen... Viele nennen sie ja die Nudel. Ich sage da jetzt nichts mehr dazu. Ja. Viele kennen die Köderform, viele lieben die Köderform, gerade im Bereich des aktiven Fischens, aber eben auch des passiven bis semi-passiven Fischens. Semi-passiv bedeutet, mal eben den Poplar-Popper vorgeschaltet, reingeschmissen, ein bisschen angezupft, ruhen lassen. Oder eben auch tatsächlich passiv am Shaker, an der Pose, am Poplar-Popper einfach stehen lassen oder am Grund ein bisschen auftreibend. Funktioniert alles, bringt immer wieder Fisch, aber gerade aktiv bringt das Ding Fisch wie Sau. Und ja, wie gesagt, viele, die ich kenne, lieben diese Köderform. Und was mir da eben fehlte, waren diese Farben und die zeige ich euch jetzt. So, wir fangen mal mit der ersten Farbe an. Das ist natürlich Goldweiß. Die Leute, die Serena Baits kennen, die kennen diese Farbe sowieso schon. Ob es jetzt der Crusher ist oder eben alle anderen Köder auch in dieser Farbkoordination, die wissen, der Köder bringt immer wieder Fisch, bringt immer wieder Erfolg. Für mich auch eine ganz wichtige und erfolgreiche Farbe tatsächlich. Stand bei mir ziemlich weit oben. Haben wir hingekriegt. Leute, ich kann euch sagen, das ist eine Schweinearbeit. Das ist wirklich so, ich sage jetzt nicht wie oder was weiß ich, die Leute, die sich damit auskennen, die wissen, wie es funktioniert. Aber ich sage euch, das war eine Schweinearbeit, das so herzustellen. Das ist nicht mal eben halb und halb gießen. So einfach ist es nicht. So, dann haben wir die, das ist eigentlich eine meiner absoluten Top-Farben mit. Jetzt habe ich hier ausgerechnet so wie Sonne drauf. Ne? Egal, dann seht ihr das bei Tageslicht. Das ist das Fluo-Orange und Weiß in der Kombination. Ziemlich geil. Oh, wo haben wir den Schatten hier? Schatten ist zu dunkel wieder. Egal, ihr seht's, eine hammergeile Kombi, die auch immer wieder abliefert. Dann natürlich den Klassiker. Klassiker, was bedeutet Klassiker? Klassiker ist Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß dürftet ihr in der Kombination alle kennen und auch alle schon drauf gefangen haben. Wenn nicht, der macht irgendwas falsch, möchte ich meinen. Bin ich jetzt einfach mal so dreist und behaupte das. Ja, ist einfach ein Klassiker, der in jede Köderbox gehört, in der Farbkombination. Darum mit reingenommen, weil auch ich habe immer wieder Erfolg mit Schwarz-Weiß natürlich. Ebenso immer wieder ein Bringer, ganz oft auch wenn gar nichts geht, ich weiß nicht warum, auch ganz beliebt bei Goldforellen, Blau-Weiß. Blau-Weiß immer wieder, ich sag mal so, die Kilo-Lachse, die drauf scheppern, in Mittlum schon ganz oft erlebt, bei Bredenberger ganz oft erlebt. In der Gage der Fischzucht die Goldforellen sehr, sehr gerne, also Blau-Weiß auch immer wieder ein Bringer. In Steinfeld auch sehr gut funktioniert diese Farbe. Also Blau-Weiß auch mit ins Programm genommen. So, dann haben wir natürlich Schwarz-Pink. Schwarz-Pink kennt ihr von mir ohnehin schon in der Kombination. Sehr beliebt. Dürften noch alle anderen kennen. Fand ich aber eben sehr, sehr wichtig, diese Kombi. Stand auch ganz oben auf dem Wunschzettel, weil ja, knallt auch immer wieder, bringt immer wieder Fisch. Das ist das, was ich meinte, bringt immer wieder Fisch. Das ist einfach, sind vertraute Farben, die funktionieren. Ne? Schwarz-Orange. Hier habt ihr jetzt eine Besonderheit, das ist nicht einfach nur Orange, das ist jetzt total Licht überflutet hier durch die Sonne. Ich glaube, ich lasse gleich mal die Rollladen runter hier. Dieser Köder, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera erkennt, der hat einen leichten rosa Schwenk im absoluten Sonnenlicht.
ich jetzt die UV-Lampe halte, dann sieht man das auch ganz gut. Der kriegt dann so einen rosa Touch, ansonsten ist er eben orange. Hat einen ziemlich geilen Effekt im Wasser. Und das in Kombination mit Schwarz als Kontrast natürlich. Ne? Uns ging es eben auch um diese Kontrastfarben. Auch immer wieder ein Bringer. So, dann der überall beliebte, wo ist er? Hier. Fluorgrün, Fluororange. Jetzt kann man nochmal vielleicht, ich halte nochmal das Orange daneben, vielleicht kann man das erkennen. So, man sieht, das sind zwei verschiedene Töne. Ne? Ihr habt ja das Fluororange und hier habt ihr dieses Effektorange quasi. Das sind eben zwei verschiedene, aber richtig geile Farben. Ja, Grün-Orange fand ich sehr wichtig, weil ist einfach ein Klassiker, der immer wieder funktioniert. So, dann hatten wir, das war bei mir und Alessandro ein ganz spezieller Wunsch. Das ist bei uns immer so ein bisschen Saiblingskiller irgendwie. Und zwar Fluo-Gelb und Motoröl. Wir haben uns jetzt aber für das Kristallmotoröl entschieden quasi. Das ist ein Hauch heller, hat einen anderen Effekt im Wasser. Verfärbt aber das Fluo-Gelb nicht. Das war mir sehr wichtig. Na, das soll ja auch ein bisschen hübsch aussehen, das Ganze, und funktionieren. Ja, ist eine ziemlich geile Farbe geworden. Und wir sind froh, dass wir sie im Sortiment haben. So, dann einer meiner absoluten Favorites. Das ist ein hellbraun mit einem rosa. In dem Fall das Serena Bates Bubblegum. Das ist halt kein Pink, sondern eben rosa. Ne? Mit einem schönen hellbraun, eine schöne gedeckte Farbe, möchte ich meinen. Also funktioniert immer wieder, egal ob ich sie am Spoon habe, egal ob ich sie am Wobbler habe, egal ob am Gummi. Das ist eine Farbe, die immer abliefert. Deswegen auch mit reingenommen. So, was haben wir noch für euch? Hohoho, Alter, zu der Farbe muss ich nicht viel sagen. Die ist einfach nur fetzig. Wer Serena Bates kennt, der kennt diese Farbe und der liebt diese Farbe. Und dazu haben wir getan ein Perlmutt-Schwarz. Das ist leicht mit so einem Glitter-Effekt. Halt Perlmutt eben, ne? Und das in Kombination gibt so eine saugeile Farbe ab. Ja, habe ich mir gewünscht, hat hingehauen. Auch super geil. Dann noch eine mega gedeckte Farbe. Und zwar das Hellbraun in Kombination mit dem Perlmutt Schwarz. Auch mega geil. Ist wirklich eine schöne gedeckte Farbe. Ne? Das ist, muss ja auch, es kann nicht nur immer knallen sein, das muss eben auch gedeckt sein. Aber dann nach Möglichkeit noch mit Kontrast, das haben wir hier geschafft. So, und jetzt die letzte Farbe. Da sind wir schon durch. Die letzte Farbe ist ein Crystal Blood Orange. Das ist ein Kristall Blutorange mit Glow. Ziemlich geile Kombi, möchte ich meinen. Habe ich so noch nicht gehabt. Ich habe lange überlegt, was ich mit Glow mache. Ich wollte einen mit Glow haben und habe mich für diese besondere Farbe entschieden. Das ist nicht einfach nur ein Orange, wie man jetzt meinen könnte, oder. Das ist einfach nur saugeil. Und das in Kombination mit der Glow-Seite. Ich denke mal auch, dass das ein schöner Fänger sein wird. So, das sind die einzelnen Farben, die ich euch vorstellen wollte. Die habt ihr alle in dieser wunderschönen Köderbox drin. Die sind hier alle drin. Das sind 12 Farben für euch. A6 Köder. Ihr könnt euch die Flavorsorten natürlich aussuchen. Wir haben zur Verfügung natürlich wie immer bei Serena Bates Knoblauch, Bubblegum, Käse, Anis, Banane, Erdbeere und grüne Apfel. Diese Geschmackssorten sind quasi verfügbar für euch. Ihr könnt euch das da natürlich frei auswählen, was ihr haben wollt an Flavor. Ja, die 12 Farben in der Box inklusive jede Menge Sticker von uns und von Serena Bates bekommt ihr im Shop für 54,95 Euro komplett, die ganze Box mit allem Pipapo. Und natürlich bekommt ihr einen Einführungsrabatt von uns. Das war mein Wunsch und das konnten wir mit Manni und Sergei, vielen lieben Dank, auch umsetzen.
Und zwar mit dem Code TT20 bekommt ihr 20% Rabatt auf diese Box. Das heißt, ihr bekommt diese Box nicht für 54,95, sondern für 43,96 €. Und ich finde, das ist ein sehr guter Kurs. Wie gesagt, da ist eine qualitativ hochwertige Box bei. Die 12 Sonderfarben sind drin. A6 Stück, habe ich glaube ich vergessen zu erwähnen. Ne? A6 Stück sind drin. Ja, das macht die Box unheimlich attraktiv, möchte ich meinen. Ja, damit ist glaube ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Damit ist alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Und ja, ich gebe mal zurück an mich selbst im Laden, wa? So, Freunde, der Köder ist verpackt. Ja, die Boxen sind bestückt. Die Aufkleber sind drauf, wie ihr gesehen habt. Jetzt hier nochmal. Ich bin tierisch gespannt auf eure Reaktion. Ich hoffe, ihr feiert die Farben und den Köder genauso wie ich. Ich habe mir wirklich einen Kopf gemacht, welche Farben gehen extrem, wo haben wir immer viel Erfolg mit, wo fahren die Forellen drauf ab, hier bei uns so in den Gefilden. Und ich muss tatsächlich sagen, so, ja, das war definitiv das. Also, na klar, nach oben hin gibt es keine Grenzen. Ne? Ich habe 1000 Farben im Kopf gehabt, aber ich wollte mich wirklich auf die beschränken, die ich immer angel, wo ich Vertrauen zu habe und wo ich auch mit fange. Ich finde immer, die Farbe, da muss Vertrauen drin stecken. Wenn ich jetzt irgendwie eine wilde Farbe kriege oder was Neues sehe, denke ich mir immer, ja, okay, aber ich, wie soll ich das erklären? Ich muss immer einen Draht zu der Farbe kriegen und zu dem Köder. Ich muss immer so ein Grundvertrauen haben und mich damit auch anfreunden und merken, so, das ist gut. Und das sind genau die Farben, die ich hier habe. Ja, und da ja, bin ich mega happy mit. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Ich hoffe, ihr feiert das genauso und ich hoffe, ihr seid damit genauso erfolgreich. Und ja, ab jetzt sind die Bestellungen quasi für euch offen. Das Ding ist jetzt im Shop online quasi. Ihr könnt es natürlich auch direkt vor Ort kaufen, wenn ihr hier aus Bremen oder Umgebung kommt. Könnt ihr hier bei Manni und Sergej vorbeigucken im Shop. Hier gilt natürlich auch der Einführungsrabatt. Demnächst lernt ihr auch noch den lieben Manni und den Sergej kennen. Freue ich mich auch drauf. Da machen wir nochmal ein schönes Video. Wir gehen auch nochmal zusammen angeln. Und dann auch mit ein bisschen mehr Geschnacke. Haben sich ja viele beschwert, dass ich zu wenig gesabbelt habe beim letzten Mal. Natürlich, aber ich habe es auch am Anfang angedroht. Ich wollte erst gar nicht filmen, aber ich habe gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit. Das nächste Mal wieder mit Köderführung, mit Ködervorstellung, mit Präsentation der Forelle. Also ich kriege das nächste Mal wieder das volle Paket, natürlich. Ihr hört ja, mein Sabbelfluss, der ist wieder vorhanden. Ja, den Laden habt ihr jetzt auch so ein bisschen gesehen hier. Hier gibt es jede Menge zu sehen, jede Menge zu kaufen. Leute, kommt vorbei, wenn ihr in der Nähe seid oder wenn ihr aus der Nähe kommt. Die Jungs freuen sich auf euch. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut.